Natürlich erstmal ein gesundes, frohes neues Hunting-Jahr. Wünsche euch der gute MB. Wir starten die erste Folge im neuen Jahr direkt mit Monster Hunter, weil wir haben ja jetzt hier schön Black Diablos draußen. Ich weiß, für viele von euch ist es der bisher beste Grund rauszugehen, gar nicht mal wegen Pingratian, weil hier soll wohl auch immer noch der stärkste Bogen, den es im Spiel gibt, existieren. Und wenn das so ist, ich konnte es ja nicht testen, ne? Aber ich vertraue euch da. Ihr wisst da schon besser Bescheid. Habt ihr alle Guides so euch verinnerlicht, euch ganz viele Videos bestimmt schon angeschaut zu dem Diablos-Bogen und wenn der so reinklatscht. Und vielleicht ist das ja sogar eine wirklich gute Idee, nur auf den zu gehen. Der hat ja eben kein Element, setzt sehr viel auf Teilezerstörer und so weiter. Aber kann man denn mit dem Bogen von einem Black Diablos, kann man damit wirklich alles so gut legen? Also jetzt auch, ich sag mal, für mich ist ja interessant, ich will Stufe 9 Monster legen. Alles, was da drunter ist, habe ich ja keine Probleme mehr. Aber jetzt sowieso nochmal Zeit und Energie investieren für diesen Bogen. Ich glaube, das lasse ich eher sein. Da ist Perforation drauf. Aber kann man denn nur mit diesem Bogen sämtliche Stufe 9 Monster legen? Das ist ja die große Frage. Es wird ja exponentiell immer stärker, also härter von den Kämpfen. Mir reicht zum Beispiel nicht, wenn ihr sagt, doch, ich kann mit einem, weiß ich nicht, 6 plus 5 Bogen, kann ich noch die 7er gut legen. Das reicht mir nicht. Das ist für mich unspannend, die Info, weil ich muss wissen, könnte ich theoretisch mit einem 10 plus 4 Bogen auch alle 9er easy wegklatschen. Wer das testen konnte oder mir irgendwo eine Quelle geben kann, wo man das sieht, dann ist das für mich definitiv nochmal eine Überlegung, auf den zu gehen. Aber vorher mache ich das nicht, gerade auch mit negativer Affinität. Ich weiß, dass gerade die guten, starken Bogen, die bei Klasse 5 anfangen, die sind am Anfang immer sehr stark. Aber hinten raus, wie gesagt, da wird es dann interessant, ob das dann immer noch ausreicht und der Schaden immer noch so überwältigend ist, wie man am Anfang glaubt, dass er so fortgeführt werden kann, der Damage gegen starke Monster. Naja, jetzt habe ich sowieso erstmal alles, was ich brauche für mein Equip. Und ja, ich werde rausgehen, denn mein Ziel ist folgendes. Ich brauche von dem den Helm und die Handschuhe, die hätte ich gerne, weil ich gehe ja auf Fokus. Und ich habe gesehen, bei den Handschuhen ist für mich Fokus mit drauf. Da und Groll sogar. Und ich wurde darauf hingewiesen, auf den Helm eventuell zu gehen, weil da ist ja Teilezerstörer mit Groll sogar drauf und 10% angesammelter Körperteilschaden. Man geht ja sowieso nur auf Körperteile. Das heißt, alle Angriffe, also fast alle Angriffe, gehen ja eh nur auf Stellen von Monstern, wo man versucht, ein Körperteil zu brechen. Und wenn das dann 10% mehr Damage sind, oder ist es gar nicht reiner Schaden? Hier steht ja nur angesammelter Körperteilschaden. Das ist wieder so nett umschrieben, dass ich gar nicht genau weiß, was damit gemeint ist. Aber wenn es wirklich reiner Damage ist, dann nehme ich die 10% mehr Damage gerne mit. Weil, ja, haben oder nicht haben. Und wenn der Part eines Monsters einfacher gebrochen werden kann, why not? Ist eine Idee. Okay, das dazu. Ich gehe mal auf meinen aktuellen Bogen. Ich habe sehr viel gegrindet. Wenn ihr wissen wollt, was ich da geschafft habe, dann hau ich euch jetzt mal meine Zahlen rein. Und ich gehe mal hier im Spiel auf mein Equip. So, das bleibt erstmal, denn wir rennen jetzt mal ganz kurz durch, bevor wir uns nochmal andere Sachen anschauen. Ich habe jetzt insgesamt 615 Rosa Ratians auf dem Schirm im Event selbst so 550 gelegt. Und die 5,66 Teile sind erhöht worden seit der letzten Folge. Macht ja auch Sinn, denn jetzt, wo ich einen geilen Bogen habe, habe ich es ja fast immer geschafft, zwei Teile zu brechen und bin dann mit 6 Teilen rausgegangen. Und das ist so geil. Das werde ich bei Diablos wahrscheinlich nicht schaffen. Da bin ich froh, wenn ich einmal irgendein Teil brechen kann. Da werde ich also mehr Monster legen müssen. Und das ist ja das Verrückte. Stell dir mal vor, du schaffst es bei einem Monster immer mit 6 Teilen rauszugehen. Und ein anderer, der schafft das nicht. Der geht mit 4 Teilen raus und müsste quasi 50% nochmal mehr machen. Das ist das Verrückte, weil ich mir vorstelle, dass es Leute gibt, die vielleicht so 900 Rosa Ratians gelegt haben, also 300 mehr als ich, und dann trotzdem mit denselben Items rausgehen. Ist das nicht traurig? So wichtig sind Teile brechen, Leute. Ich habe euch mal hingeschrieben, wie viele Teile insgesamt ich geholt habe. Das sind 3481 Teile und davon 2%, also jedes 50. Teil ist seltener Stufe 5. Danach 4, 3, 2, also 2%, 4%, 5, also
Ich weiß nicht, wie nah ich da dran bin, aber die Zahlen sind schon so hoch, dass die hoffentlich eine valide Auskunft geben. Und wo ich mich drüber freue, ich habe so viel gegrindet, dass es sogar theoretisch für die 10+5 Waffe ausreicht, wenn ich genug Zenny habe und auch rote Items sowie Knochenteile. Und es könnte sogar noch weiter ausreichen, dass ich meine Rüstung ein bisschen stärken kann. Das finde ich auch gut. Weil für 10.5 brauche ich noch 40 Lilane. Da habe ich 59, das passt. Dann 50 von den Dreiern, da habe ich 64 noch, passt ebenfalls. Also eine Rüstung kriege ich sogar auf 7.5. Seltenheit Stufe 2 brauche ich nur 60, da habe ich richtig viel. Und Schuppen sind das, was man für die Waffen braucht. Ich finde es auch gut, dass die Schuppen weniger droppen als die Panzer. Denn ich habe mal angeschaut auf der Seite, wo man das gut nachsehen kann. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Im Detail, was man für die Rüstung braucht. Und wenn du jetzt jede Rüstung auf, sag ich mal, 10.5 auch kriegen wollen würdest, bräuchtest du pro Rüstung 600 mal Panzer mal 5, 3000. Das ist ein anderer Schnack. Das heißt, ich müsste, um eine gesamte Pinkratian-Rüstung zu stärken, müsste ich nochmal so viele legen, sogar, also noch mehr als das, was ich jetzt geschafft habe. Dann bin ich irgendwo bei 1300 und das über Jahre gerechnet. Halleluja. Aber wird ja eh keiner machen. Okay, dann machen wir jetzt was Geiles, und zwar versuchen wir mal neue Codes einzugeben. Das heißt hier schon mal ein kleiner Schnitt. Wir fangen mal an mit der Seite von AFK Gaming. Da habe ich ein paar Codes gefunden und ja, wie der Name schon sagt, ich mach's auch mal kurz. Das funktioniert nicht. Ich habe hier eingegeben diese Codes und bei mir kommen Fehlermeldungen, was ich komisch finde, denn es soll ja anscheinend bis zum 31. Januar 2024 funktionieren. Und 15.000 Zenny hätte ich schon gerne mit 4 Portions für 20 Millionen Downloads. Ich habe keine Ahnung, woher die Info haben, denn wenn ich mal auf die Seite von Monster Hunter Now Twitter gehe, da lese ich nichts. Da ist im Kommentarbereich nichts zu finden. Vielleicht haben die irgendwo mehr Infos, vielleicht gab es irgendwo eine TV-Ausstrahlung, irgendeinen Livestream, wo die Codes preisgegeben wurden. Vielleicht sind die auch erst gültig ab morgen. Keine Ahnung. Wer da irgendwas weiß, bitte mal reinschreiben. Ich zeige sie nochmal. Hier hoffe ich persönlich nur auf Schwarmwissen. Und unsere Gemeinschaft ist ja schon ein bisschen größer. Und wenn von den paar hundert Leuten da so ein, zwei Leute dabei sind, die da mehr Infos haben, dann haut's gerne mal rein in den Kommentar. Werde ich anpinnen als Top, damit wir hier alle von den Codes profitieren. Weil es macht schon Laune, zumindest die Überlegung, dass das dann stimmen könnte, freue ich mich. Ich will die haben. Ich will die 15.000 Zenny geschenkt haben. So einfach ist das. So, dann, wenn wir jetzt hier auf das Bild gucken, und hier hatte ich auch schon direkt den ersten Schrecken erhalten, denn ich dachte, um Himmels Willen, hat jetzt Monster Hunter eine Kollaboration mit Fortnite? Das war das Erste, was ich gedacht habe. Alter Falter, das sieht komplett nach Fortnite aus. Jubelnde Menschen, Gestikulation, dann irgendwelche bunten Hintergründe. Also alles daran schreit nach Fortnite, aber ist es nicht. Wir haben jetzt hier eine Neujahrsbrille, die kannst du dir herstellen. Was die kann, weiß ich nicht. Ja, nehme ich mit, aber werde ich sonst auch skippen. Für mich ist das hier spannend. Wir haben neue Quests. Da sind nochmal 5000 Zenny-Quests drin fürs Besiegen von Monstern. Das war schon in der letzten Woche richtig geil. Das lohnt sich komplett, rauszugehen. Also nicht nur für Black Diablos und für die Neujahrsbrille. Aber hier sieht man es. Wir haben jetzt bis zum 8. Mitternacht Zeit. Und ja, der Plan steht. Ich gehe raus. Ich will die Ausrüstung haben, 2 Stück. Und nehme dafür gratis Geld noch mit. Da freue ich mich drauf. Und was ich auch gelesen habe und ich gar nicht wusste, es gibt neue Schnäppchen, also Schnäppchen in Anführungsstrichen, im Angebot. Und da switche ich jetzt auch mal rein. Und jetzt muss ich ein bisschen Vorsicht walten lassen, weil ich weiß ja nicht, wer hier alles zuschaut. Ob ihr noch zur Schule geht, ob ihr im Studium seid oder so wie ich, gehobenen Alters, ob ihr vernünftig verdient. Weil Geld ausgeben ist ja immer so eine Sache. Meine Meinung zu dem Thema wisst ihr ja, wenn man ein Hobby hat, sollte man fürs Hobby auch Geld ausgeben. Das ist ganz natürlich. Bei mir ist es halt Gaming und ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich gebe sonst, wenn ich hier Videos mache, die jetzt nichts mit Monster Hunter zu tun haben, gerne mal 120 Euro pro Monat aus. Das sind so umgerechnet 2 Spiele, die ich mir kaufe, digital, und ich auch nicht mehr verkaufen kann. Mache ich sehr häufig, weil ich habe da keine Lust mehr, die physisch im Regal stehen zu haben und zu sehen. Und ich kann es mir Gott sei Dank leisten, die auch digital zu holen. Da kaufst du dir bei eBay einfach
vergünstigt diese PlayStation-Cards und dann ist auch okay. Mittlerweile hast du aber so viel kostenfreie Games, dass du gar nicht mehr viel kaufen musst. Es sei denn, du willst unbedingt das Neueste sofort haben, wie bei Final Fantasy 16. Jetzt Final Fantasy 7 Rebirth, Palworld kommt und was weiß ich, was da noch nicht alles kommt, da werde ich wieder investieren. Warum sage ich das? Weil ich habe mal ausgerechnet, ich habe mir das hier alles gekauft. Das wirkt auf den ersten Blick erstmal viel, aber es sind ja nur 60 Euro pro Monat. Ich hoffe, das ist damit verständlich. Also für mich ist das jetzt nicht so viel Geld. Ich denke mir, 60 Euro für ein Hobby in einem ganzen Monat, den ich bespaßt wurde, ist völlig okay. Jetzt kann man natürlich sich eine eigene Challenge auferlegen und sagen, ich will unbedingt Free-to-Play hier durchrocken als Challenge. Dann ist das auch okay. Aber sehe ich den Sinn dahinter nicht. Also ich will unterstützen, tut mir nicht weh. Und die Pakete sind in Ordnung. Ich kann aber auch super verstehen, dass man sagt, boah, ich will aber mir nicht Plätze kaufen müssen. Das hinterlässt so einen blöden Beigeschmack. Weil du musst ja bei der Objekttruhe zum Beispiel, das geht ja gar nicht. Also du musst es ja für echt Geld kaufen. Kostet das noch 25 Euro? Und erst wenn du das geschafft hast, kannst du Games ausgeben für weitere Plätze. Das ist so, ich finde es auch immer noch nicht geil, dass das Game keine Möglichkeit hat, in-game irgendwas zu verdienen an Gems. Ich finde krass, dass sich das so hält. Aber naja, die Asiaten machen das halt. Die entscheiden, wie das funktioniert. Und solange die alles kaufen und Leute, und ich muss mich ja da auch mit da reinziehen, Leute wie ich, hier ab und zu mal zuschlagen, dann geht das ja wohl auf. Aber ja, es ist ein schwieriges Thema, weil wenn ich an meine Studienzeit zurückdenke, oh Gott, ich würde sagen, was, 20 Euro für 1005? Viel zu teuer, kaufe ich nicht. Aber man muss fairerweise auch sagen, es funktioniert ja genau wie Genshin Impact und Honkai Star Rail. Da geben die Leute ja auch Unmengen an Geld aus und da lohnt sich das im Verhältnis ja auch überhaupt nicht. Das ist das genau gleiche Prinzip. Du kaufst hier ein Bundle, was beim einmaligen Kauf, hier steht es ja einmalig verfügbar, das sind ja jetzt die Neujahrsangebote und die sind tatsächlich gar nicht mal so schlecht, weil ich habe ja schon die 8000 Juwelen gekauft für 60 Euro fast und 8300 ist sogar für mich eine Überlegung, dass ich sage, warum nicht? Hätte ich nicht schon 8000. Deswegen kaufe ich es nicht. Weil sinnlos rausbuttern muss ich ja auch nicht. Aber fürs Verdoppeln lasse ich es in der Hinterhand. Vielleicht kommt nochmal eine Erweiterung der Objekttruhe. Mein Tipp an der Stelle ist, wer jetzt nur ein bisschen was investieren möchte, kauft euch den Monatspass. Da ist das Beste im Preis-Leistungs-Verhältnis drin. Das dauert dann zwar eine ganze Menge und du musst dich täglich einloggen, aber es ist Best Value, finde ich. Mal die Objekttruhe außen vor gelassen, weil für die musst du ja richtig cashen. Also es ist immer noch ein kritisches Thema, finde ich. Aber ich muss mich an der Stelle trotzdem mal bedanken bei Monster Hunter, denn durch Monster Hunter habe ich schon lange nicht mehr so wenig ausgegeben für Games im Monat. Das ist einfach objektiv betrachtet die Wahrheit. Es ist so. Ich bin froh, dass ich nicht mehr als 60 Euro ausgebe und da mal ein kleiner Einblick vielleicht in meine Finanzen. Deswegen ist es für mich völlig fein, aber ja, ich kann absolut alles akzeptieren und verstehen, wenn andere sagen, das hier ist zu teuer. Dann ist das so. So, jetzt gehen wir zum Schluss einfach nochmal auf meinen Plan. Und zwar habe ich mal geguckt, wenn ich jetzt die Rüstung, ich will ja die Handschuhe haben und den Kopfschutz. Wenn ich auf 7,5 ist ja die magische Grenze, weil bis hierhin musst du noch keine roten Items besorgen. Ab Stufe 8,1 brauchst du mindestens 2 von den Wüfern Edelsteinsplittern und das muss für eine Rüstung nicht unbedingt sein. Das heißt, wenn ich das hier aber haben möchte, brauche ich mindestens 2x20 blaue Items und das ist eine ganze Menge. Wir haben ja vorhin gesehen, wie viel Zeit und Ewigkeiten es dauern kann, die blauen Items zu kriegen. Der Rest geht. 4 gelbe und 11 pinke, das ist absolut fein. Aber diese 40 von diesen blauen Items, da müsste ich schon mindestens so 100 Diablos farmen oder noch mehr sogar. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Das heißt, wenn ich pro Tag so 10, 20 schaffe,
Boah, ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Vielleicht mache ich auch kürzer. Was ist denn, wenn ich auf 7.2 gehe? Guck mal, bei 7.2 kannst du nämlich... Brauchst du nur die Hälfte. Das ist schon realistischer für mich, weil ich will jetzt nicht für Black Diablos nur rausgehen. Da lasse ich anderen den Vortritt. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Farmen der ganzen Items für den Bogen. Wir können mal zum Spaß noch auf den Bogen gehen. Hier, Black Diablos, Bogen. Aber es werden dann wohl die gleichen Items sein. Für 10, 5. Ihr braucht auch 40, das ist klar. 110, 150. Ja, es ist im Endeffekt genau das gleiche, was ihr auch gebraucht hatte für die Rosa Ratian. Könnt ihr euch auch rechnen. Also ich sag mal so 550 Mal, Stufe 6 und höher, müsst ihr Black Diablos legen. Ihr habt 8 Tage Zeit. Viel Spaß. Und damit frohes Handen, frohes neues Jahr auch von mir und Tschüssikowski.